Alles hat ein Ende, nur nicht Uschis Wurstbude. Die ist ja jetzt reguläres Shit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World. Hier heute wieder aus dem Klemmbaustein TV Studio. Diesmal möchte ich euch hier an dieser Stelle mal ein bisschen was dazu erzählen, wie unser Kick-Presale gelaufen ist, unsere Vorverkaufs-Crowdfunding-Aktion, die ja jetzt am Sonntag endet. Das heißt, wenn ihr bis jetzt noch nichts bestellt habt, habt ihr noch bis Sonntagnacht um 24 Uhr die Chance, zu den vergünstigten Preisen zu bestellen und damit das Anrecht auf 10% in den Jahren 24 und 25 bei auf jede Bestellung, die ihr in diesem Shop macht, halt ja, zu erwerben, als Unterstützer-Goodie sozusagen. Aber auch so ist das schon wunderbar gelaufen. Ein bisschen holprig zu Anfang. Ich hatte euch ja hier in dem Video dazu schon berichtet, was da so in den ersten Stunden passiert ist. Aber im Endeffekt ist es ja hinterher doch alles noch gut gegangen. Der Verkauf ist wirklich gut gelaufen. Wir haben von den 200.000 Euro Crowdfunding-Summe, die wir erreichen wollen, haben wir quasi 140% erreicht. Ja, also wir haben das gut finanziert bekommen. Wir brauchen nicht zur Bank laufen, wir brauchen keinen Kredit aufnehmen, uns nicht verschulden. Und das habt ihr geschafft. Ihr als Community habt KiddyCraft wieder ins Leben gebracht. Und ich danke euch sehr dafür. Das ist eine tolle Sache, dass das so gut ankommt, so gut läuft. Das habe ich nicht erwartet. Ich habe es gehofft, aber nicht wirklich dran geglaubt, bis ihr es Wirklichkeit habt werden lassen. Aber dass ihr eine tolle Community seid, das wissen wir ja jetzt nicht erst seit dieser Geschichte, sondern auch schon bei der Bricks for the Kids Aktion und auch anderen Sachen, dass ihr einfach außergewöhnlich seid als Community und Außergewöhnliches schafft als Community. Und dafür nochmal ein riesengroßes Dankeschön hier an dieser Stelle. Es wurde gefragt, was der bestverkaufte Artikel war hier bei der Aktion. Und das war in der Tat unsere kleine Geburtshelferin. Die ist allerdings ja auch in jedem Bundle mit drin gewesen und so ist sie fast 2000 Mal hinterher bestellt worden. Also die kleine Ärztin, die ist jetzt hier demnächst bei 2000 sollten zu Hause. Ansonsten sind natürlich auch noch andere Sachen gut gelaufen, zum Beispiel die Wurstbude mit der Uschi, die wir nachaufgelegt haben, die ist nochmal gut abverkauft worden, genau halt auch wie das YouTuber Battle Pack mit Thomas und mir drinne. Auch das ist natürlich nochmal sehr gut verkauft worden. Und natürlich die Currywurstbude, die limitierte, die ist einfach ausverkauft. Die haben wir sogar ein Stück weit überverkauft. Von daher war es ganz gut, dass ein paar Leute, nachdem wir die Uschi-Wurstbude aufgelegt haben, dann ihre Bestellungen storniert haben. Witzigerweise waren da welche bei, die wir sowieso storniert hätten, weil da auch mal 3 oder 4 Bestellungen auf sehr ähnlichen, einen lautenden Namen mit sehr ähnlichen Adressanschriften eingegangen sind. Mag jeder raus rückschließen, was er mag. Aber es war wirklich nur eine Handvoll oder 2 Hände voll, die wir da storniert haben. Aus diesen Gründen. Ansonsten, ja, wollte ich euch mal gerade erzählen, wie weit das Ganze jetzt gerade hier in China mit der Produktion ist. Weil wir haben ja jetzt unsere Anzahlung leisten können. Die Sets sind jetzt in Produktion gegangen. Die Steine werden gerade vorkommissioniert. Es ist noch Granulat eingekauft worden, um halt Steine in besonderen Farben produzieren zu können, die wir für unsere Sets brauchen, die jetzt vielleicht gerade gar nicht so da sind. Die Minifiguren an sich, also die Kiddies-Figuren, die sind jetzt in Produktion gegangen. Die Haarteile und Kopfbedeckungen, da sind die ersten Probegüsse gerade passiert. Das heißt, da werden jetzt gerade die Gussformen nochmal Probe gelaufen, nochmal überprüft. Da kriege ich dann demnächst die ersten Muster von und wenn ich die freigebe, dann gehen die auch in Produktion. Ansonsten sind René und ich gerade dabei, die Bauanleitungen zu überarbeiten und zu kontrollieren. Und ich bitte euch da um Verzeihung, falls das nicht hundertprozentig perfekt wird, weil wir gerade natürlich ein bisschen auch im Zeitdruck sind und es immer nicht so ganz einfach ist, dann zwischen China und hier zu kommunizieren, was da jetzt noch geändert werden soll. Aber wir arbeiten dran, dass sie gut werden. Und wir werden im nächsten Run, also in der zweiten Welle, dann versuchen, perfekt zu werden. Falls da nochmal kleine Fehler drin sein sollten oder nicht optimale Teile auswählen oder irgendwie sowas, bitte ich euch da wirklich, uns quasi so ein bisschen ja, Anfänger
Bonus quasi zu geben, weil es das erste Mal ist, dass wir sowas machen und wir erst nochmal lernen müssen. Aber so manche Klippen, die wir jetzt kennengelernt haben, werden wir dann beim nächsten Mal besser umschiffen, weil wir sind schon bei der Planung fürs nächste Mal. René und ich sind schon dabei, die zweite Welle zu planen und zu designen, dass wir dann halt, nachdem jetzt die erste Welle dann auf dem deutschen Markt angekommen ist, mit der zweiten Welle dann zum Jahreswechsel irgendwo so im Mai oder sowas, dann auch hier auf dem Markt auftreten können. Außerdem werde ich ab Montag starten, die Verpackungsdesigns final zu machen, mit ERN-Nummern hinten drauf und allem, was da so drauf muss. Die Papiermengen und Pappmengen dafür sind sogar schon bestellt in China, also die sind vorgeordert. Also es geht wirklich voran. Momentan sieht es wirklich so aus, als könnten wir das Weihnachtslieferfenster schaffen. Aber ich will nichts versprechen. Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Es gibt viele Sachen, die noch schieflaufen können. Aber wir arbeiten dran und tun unser Bestes. Momentan sieht es ganz gut aus, aber es sind halt noch eine Menge Zahnrädchen, die nicht richtig greifen können und dann hinterher doch wieder eine zeitliche Verzögerung da reinbringen können. Wir lassen uns überraschen. Es wäre schön, wenn es klappt. Wenn es nicht klappt, ja, dann gibt es das Ganze im Januar. Das sollte aber wohl mittlerweile nach momentanem Stand, wenn nicht ganz viel jetzt noch schief läuft, wirklich gut klappen. Ja, dann hatte ich ja schon angekündigt, dass wir in einem Stream angekündigt, dass wir auf die Nürnberger Spielwarenmesse mit einem eigenen KiddyCraft-Stand gehen wollen. Da werden wir auch in den nächsten Tagen uns in Verbindung setzen mit der Messeleitung und werden dann da einen kleinen Stand anmieten. Bis dahin sind ja unsere Sets dann da, dass wir die dann da auch präsentieren können. Und dort werden wir dann auch die Kiddies-Figur den Leuten präsentieren, da auf der Messe dem Spielwarenhandel präsentieren und auch anderen Anbietern und Firmen präsentieren, dass diese Figur jetzt da ist und zur Verfügung steht. Und damit kommen wir hier eigentlich zu so ein paar Fragen, die ihr mir zugesendet habt, die ich hier in einem FAQ beantworten möchte. Zum einen zu der Figur und zum anderen zu anderen Sachen. Erstmal die Frage, die mich am meisten erreicht hat, also das ist eine Frage, die aus zwei Fragen besteht, nämlich wie findest du die Bluebricks-Figur? Und warum gibt es zwei Figuren und warum nutzt Bluebricks nicht deine Figur? Und hast du Angst, dass Bluebricks was gegen deine Figur macht? So. Und da kann ich einfach nur sagen, Punkt 1, zur Bluebricks-Figur an sich selber möchte ich mich nicht auslassen. Weil das ist die Figur von einem Mitbewerber und ich möchte da eigentlich nichts Negatives drüber sagen hier an dieser Stelle. Also in einem Vier-Augen-Gespräch kann ich da gerne mal meine Meinung zu sagen, aber ich möchte es hier nicht breit austreten. Ich kann nur sagen, ich hätte sie anders gemacht. Habe ich ja auch. Die Kiddies-Figur sieht ja nun mal anders aus. Die sieht nun mal so aus. Die von Bluebricks, die sieht halt anders aus. Das hat seine Gründe, warum jeder seine Figur so gemacht hat, wie er sie gemacht hat. Alles gut. Warum wir nicht zusammen eine Figur gemacht haben? Ne, weil ich habe die ganze Zeit angekündigt, dass ich eine Figur machen werde. Und ich habe vom Bluebricks keine Ansage gekriegt, dass die Interesse daran hätten, unsere Figur mit zu nutzen. Die haben ihre eigene Figur entworfen. Ich habe meine allerdings früher angemeldet, von daher mache ich mir keine Sorgen, dass es da irgendwelchen Stress gibt. Außerdem finde ich, dass die Figuren so weit voneinander entfernt sind, dass da auch keinerlei rechtliche Probleme entstehen können. Also zwischen Bluebricks und mir. Was mit Bluebricks und Lego ist, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich bin mir ja bei meiner Figur sehr, 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 sehr sicher, dass Lego da nichts gegen machen wird, weil die so weit davon weg ist, dass sie da eigentlich keinen Hebel finden, den sie ansetzen können. Von daher sehe ich da relativ gelassen in die Zukunft, was das angeht. Was bei der Bluebricks-Figur ist, da mag ich nichts zu sagen und weiß ich auch nichts zu sagen. Dann wird hier gefragt, ob es mal irgendwann Star Trek-Figuren bei Kiddies gibt. Die würden ja dann so gut passen zu den Bluebricks-Sets. Ja, auch hier, klar, ich würde mich natürlich freuen, wenn unsere Kiddies in einem Star Trek-Outfit quasi auf den Markt kämen. Aber dafür müsste Bluebricks auf uns zukommen und sagen, wir möchten gerne die Kiddies-Figuren mit unserer Lizenz quasi versehen und auf den Markt bringen. Das ist bis jetzt nicht geschehen. Die Tür steht von meiner Seite offen, aber bis jetzt hat Bluebricks da nicht angeklopft. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass was passiert wird. Die haben ja ihre eigenen Figuren. Kiddies bei anderen Anbietern wurde dann gefragt, ne, ob das passieren wird. Und ja, ich gehe davon aus, dass es passiert. Wir haben Gespräche schon mit verschiedensten Firmen geführt, sowohl in Europa als auch in Asien. Da bestehen Interessen und auch es besteht auch Interesse dran, auf nordamerikanischen Markt und aus dem asiatischen Markt mit der Figur
Sets herauszubringen. Also da sind, laufen Gespräche und das wird wahrscheinlich dann auch nochmal auf der Spielwarenmesse in Nürnberg interessant, wenn die Leute dann da an den Stand kommen können, sich die Figur angucken können und wenn man dann miteinander sprechen kann. Die können die Figur dann in der Hand nehmen, die ersten fertigen Produkte mitdrucken und alles. Ich glaube, das bringt eine Menge mehr, wenn die Leute sich das anschauen können und dann kann man auch darüber reden, ob es dann bei anderen Anbietern dann hinterher auch vertreten wird. So, genug der Kiddies und Kiddie-Kraft-Thematik. Bricks for the Kids war auch eine Frage, die mehrfach auch gekommen ist und auch mit netten Ideen, was man machen kann, um mit Kiddie-Kraft und den Kiddies Bricks for the Kids zu unterstützen. Danke dafür, waren schöne Ideen bei. Wir werden einige davon einfach mal im Hinterkopf behalten. Nur dieses Jahr haben wir ja mal ausgesetzt mit Bricks for the Kids. Die gibt es nach wie vor, ist auch ein eingetragener Verein. Das heißt also, wir können mittlerweile, wir sind auch gemeinnützig mit dem Verein. Das heißt, wir können euch Spendenquittungen ausstellen, die ihr dann steuerlich verwenden könnt, wenn ihr was spendet. Nur dieses Jahr habe ich es einfach mal ein bisschen ruhen lassen, weil ich es zeitlich einfach nicht geschafft habe. Und das ist eine Aufgabe, da muss man viel Zeit rein investieren, damit es gut wird, damit das Ganze funktioniert. Aber in 2024 ist es wieder fest geplant, eine Spendenaktion da zu machen. Und so, dass dann im zur Weihnachtszeit 2024 wieder Kinder mit Klemmbausteinen erfreut werden können, die sonst vielleicht keine bekommen hätten oder nur viel zu wenig davon bekommen hätten. Und da werden wir dran arbeiten. Auch werde ich dann jetzt demnächst hoffentlich endlich dazu kommen, die Aufnahmeanträge fertig zu machen. Das heißt, dass Leute dem Verein beitreten können, sodass wir den der Öffentlichkeit dann öffnen und somit größer werden, Vereinsmitglieder gewinnen können und so das Ganze wieder noch mehr in die Community reintragen können, weil solche Projekte sind bei euch einfach gut aufgehoben. Ihr als Community habt mittlerweile in so vielen Sachen gezeigt und bewiesen, was für ein fantastischer Haufen Menschen ihr seid, dass das natürlich dann auch offen sein muss für die Community an sich und die Leute dann da eintreten können. Also es wird kommen, bitte gebt mir noch ein bisschen Zeit. Ich habe momentan einfach, es ist alles ein bisschen viel, es überrollt mich momentan alles. Und es sind halt wenig Leute, die das hier momentan alles abarbeiten. Und ich muss jetzt auch erstmal, wenn ihr das Video hier seht, werde ich wahrscheinlich mit einem Glas Rum in der Hand auf die Ostsee schauen. Ich werde dieses Wochenende mit meinem Trauzeugen und zwei anderen Freunden, mit denen ich sonst früher auf Motorradtour gegangen bin, eine kleine Altherrentour machen und einfach ein bisschen an die Ostsee lecker essen, aufs Meer gucken, geistvolle Getränke, geistvolle Gespräche oder auch nicht ganz so geistvolle Gespräche führen. Und einfach mal ein bisschen die Seele baumeln lassen. Das brauche ich momentan, weil ich bin uff. Und es muss in den nächsten Tagen ja noch richtig weitergehen. Also wir müssen ja noch mal richtig Gas geben, um dann halt das Ganze hier zu wuppen. Ja, dann hatten einige Leute gefragt, ob das denn normal wäre, dass in den Kommentaren so viel rumgetrollt würde. Andere haben gefragt, warum Kommentare gelöscht worden sind. Andere haben sich beschwert, dass sie gelöscht worden sind als Zuschauer, haben mich dann angeschrieben per E-Mail. Es ist wirklich so, dass ich seit damals die Sache mit Lego war, wo ich hier in dem schwarzen Anzug in dem Video war, keine Leute mehr bei mir vom Kanal bannen musste. Weil eigentlich ist unsere Community super korrekt, nett, freundlich. Durchaus wurde mal Kritik geäußert, was ja auch völlig in Ordnung ist. Kritik kann ich auch mit leben, ist einfach so. Ich weiß, dass ich nicht perfekt bin, das ist einfach so. Ne? Also klar mache ich auch Blödsinn und wenn ich Blödsinn mache, muss ich mir das auch anhören. Was ich mir aber nicht anhören muss, ist, dass jemand mich, meine Familie oder meine Zuschauer beleidigt oder mir hier irgendwelche Sachen unterstellt oder üble Nachrede betreibt, wie zum Beispiel, ich würde das Geld aus der Aktion veruntreuen und privat da irgendwas mitmachen und weiß der Geier was alles. Das wurde mir damals schon bei der Spendenaktion quasi vorgeworfen und unterstellt, hier jetzt auch wieder. Und diese Leute, die werden mittlerweile einfach kommentarlos gelöscht. Also erstmal werden die Kommentare gelöscht und wenn es zu oft vorkommt, werden die Leute gebannt. So, in den letzten Tagen und Wochen habe ich 6 Leute von meinem Kanal gebannt, weil das brauche ich einfach als Seelenhygiene. Ich brauche diese Menschen nicht in meinem Leben, ich brauche diesen Stress nicht in meinem Leben und das ist ja das Schöne an Social Media, man kann solche Menschen ja einfach dann ausblenden. Ja, und wenn die dann per E-Mail noch schreiben, warum sie das gemacht haben, kann man denen erklären, warum. Und dann ist das Thema für mich erledigt. Dann werde ich auch nicht mehr drauf weit eingehen. Weil sonst haben wir einfach eine traumhaft tolle Community und das möchte ich eigentlich auch beibehalten. Ich habe keine Lust auf Stress und Ärger und Beleidigungen und Rumgeschimpfe. Dafür sind wir nicht hier. Das ist ein Hobby, das wir alle machen, um Spaß zu haben und eine gute Zeit zu haben. Und diese Leute, die
tun nichts, um eine gute Zeit zu haben, sondern die tun das alles, um anderen Leuten die Zeit zu vermiesen. Das ist toxisch, das brauchen wir hier nicht. Und deswegen sind die jetzt weg. So, dann wollte ich mich an dieser Stelle mal bedanken für die tollen Dinge, die mir immer mal wieder Leute zuschicken. Also da zum Beispiel meine Teiletrennersammlung, die ist mittlerweile wirklich nennenswert groß, weil immer wieder Leute sich bei mir melden, wo sie mir sagen, guck mal, hast du den Teiletrenner schon, hast du den schon, den habe ich da mal neu, soll ich dir den zuschicken? Super lieb, super danke. Meine Frage an dieser Stelle, soll ich mal so ein kleines Kurzvideo machen, wo ich die ganzen Teiletrenner zeige, die es mittlerweile so gibt, die ich mittlerweile so als Sammlung habe? Wenn euch das interessiert, schreibt es mal unten in die Kommentare, mache ich da mal ein kleines Video zu. Gleiches ist natürlich auch bei anderen Sachen, die mir zugeschickt werden. Zum Beispiel, also Leute denken im Urlaub an mich, das finde ich toll. Ein liebes Ehepaar hat mir zum Beispiel das hier zugeschickt. Ja, ein Figurenpack, das ist wie so eine Zeitschrift. Ich glaube, in der Tschechei war das. Gerhild und Rainer, vielen Dank dafür. Da sind Figuren von Wange drin, die habe ich so noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, ob die hier für unseren Markt überhaupt aufgelegt worden sind, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Lego die kassieren würde. Aber die hatte ich für meine Sammlung noch nicht. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Die werde ich jetzt die Tage auspacken und meiner Sammlung hinzufügen. Oder auch zum Beispiel die Zombie-Welt, die ich ja habe, die ist auch schon ein Community-Projekt mittlerweile, weil ich von so vielen Leuten immer mal Zombie-Figuren zugeschickt bekommen habe. Und da geht es demnächst auch mal mit weiter. Da werde ich da mal wieder dran rumbauen, wenn wir jetzt hier das alles mit den Kiddy-Kraft-Sachen fertig haben und dass es da weitergeht, weil mittlerweile kann ich die wirklich richtig dicht mit Zombies bevölkern. Total cool. Freue ich mich drauf. Auch danke dafür an euch, dass ihr mir das zuschickt. Dann wurde ich darauf angesprochen, warum ich das Kanaldesign geändert habe. Ich habe es einfach mal deshalb gemacht, weil der Kanal mittlerweile irgendwo über 5 Jahre alt ist und dieses alte Johnny's World Logo in dem Schwarz-Weiß, das war ja ein Überbleibsel von meiner alten Kneipe. Das war ja so ein bisschen angelehnt an das Design von einer sehr geistreichen Spirituosenmarke. Und das ist eigentlich, passt nicht mehr. Das mit dem Männerkrams und Man Cave und News aus der Man Cave, das passt ja eigentlich nicht mehr. Wir haben mittlerweile auch weit über 5% weibliche Zuschauer, da freue ich mich total drüber, weil das einfach zeigt, dass in unserer Community auch eine Menge Frauen dabei sind, die Spaß am Bauen haben und die auch bei YouTube angeben, dass sie Frauen sind. Und das freut mich halt sehr und die sieht man auch immer öfter in den Kommentaren, freue mich auch immer drüber, weil das nochmal ein bisschen andere Sichtwinkel auch teilweise da drauf bringt. Und das ist toll und deswegen habe ich gedacht, Man Cave, das passt einfach nicht mehr und deswegen habe ich das Ganze jetzt geändert. Das ist jetzt in diesem gelb-dunkelblau gehalten, das Ganze. Die Thumbnails sind dementsprechend angepasst worden. Das Hintergrundbild, das Bannerbild vom Kanal an sich bei YouTube ist geändert worden. Einfach das neue, ein bisschen modernere, ein bisschen peppigere Design, um halt ja, auch dem Thema mehr gerecht zu werden. Vorher konnte man ja gar nicht sehen, dass es ein Klemmbaustein-Kanal ist. Jetzt steht es da halt auch im Logo mit drin. So, deswegen haben wir das geändert. Oder habe ich es geändert? In diesem Fall ist es ja wirklich meine Entscheidung gewesen. Da hat meine Frau ausnahmsweise mal nichts mitzureden gehabt. Hoffentlich hört sie das nicht. Ja, ansonsten wurden ein paar Leute hatten mal gefragt, wo ich auf der Comic-Con war, was ich denn an Schätzen mit zurückgebracht hätte. Ich sollte doch mal hier die Beute quasi vorführen. Gut, das lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen, weil wer zeigt nicht gerne seinen Blödsinn her? Also zum einen habe ich eine sehr coole Jacke mir mitgebracht von da. Ach Gott, wenn meine Frau das Video sieht. Ja gut, hilft ja nichts. Und zwar ist das hier diese Jacke. Das ist von einem Stand, da gab es jede Menge geilen Merch von Star Wars. Und das, was hier grau ist, das reflektiert. Also die ist auch ein Beitrag zur Straßenverkehrssicherheit. Sehr coole Jacke hier mit imperialem Logo und so. Da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Die hat mich einfach sofort eingefangen. Übergangsjacke. Eigentlich typisch deutsch, aber gibt es auch auf der Comic-Con. Dann habe ich mir hier natürlich auch ein T-Shirt hier von Inner City gegönnt. Ne? Ihr kennt es vielleicht von dem Video, was wir da auf der Messe gemacht haben. Da hat Thomas das auch an. Ja, ein sehr cooles T-Shirt. Dann habe ich mir noch ein anderes T-Shirt geholt. Und zwar hier dieses hier an so einem riesengroßen T-Shirt-Bude. Und als ich das bezahlt habe, das T-Shirt, ne, OCP, Omni Consumer Products, als ich es bezahlt habe, da habe ich den Bird von Big Bang Theory auf einmal neben mir stehen gehabt. Total cool, der hat auch gerade ein T-Shirt gekauft. Habe ich dann auch ein Foto mit gemacht. Sehr netter Typ, auch T-Shirt-Fan. Dann haben wir, das hatte ich allerdings nicht auf der Messe mir gekauft, sondern auf dem Schiff hier auf der Midway, ein schönes Basecape habe ich mir da geholt.
Dann habe ich mir auf der Messe das hier geholt. Das ist, glaube ich, eigentlich das Wertvollste. Und zwar den Rocky 4 Soundtrack. Und zwar signiert von Vince DiCola. Das ist der, der die ganzen schönen Sachen komponiert hat, die so instrumental sind. Wie zum Beispiel hier dieses Training-Theme und sowas. Super cool, super netter Typ. War eins der letzten Plattencover, oder beziehungsweise Platten, die sie noch da hatten. Ist halt noch so richtig schön. Ich meine, Vinyl hatte ja schon was, ne? Schön Aufklapper. Super cooles Ding. Freue ich mich sehr drüber, dass ich das noch bekommen habe und heile im Flieger nach Hause bekommen habe. Dann habe ich mir natürlich ein paar Comics hier geholt. Ja, mit Unterschriften von den Schriftstellern, von den Zeichnern und sowas drauf. Dann halt hier, klar, so typisch Sachen, irgendwelche Krimskrams-Sachen, Aufkleber und sowas hat man natürlich auch mit abgesackt, klar. Ein Video habe ich ja schon dazu gemacht, wo ich drüber laufe. Ne? Dann hier ganz klassisch natürlich hier eine Karte von San Diego. Also ich hoffe, dass ich nochmal wieder hinkomme, ist eine tolle Stadt. Ich hoffe auch, dass ich nochmal auf die Comic-Con komme, hat mir sehr gut gefallen. Dann natürlich, jetzt muss ich das gerade freiräumen, das steht schon seit ein paar Tagen hier rum, habe ich mir den Magic Carp, den Carpador geholt hier. Das war ja das Mega Comic-Con Special vor Ort. Unschlagbar günstig da, ich glaube $64 für 1607 Teile. Also wirklich guter Preis. Dann ein Tamagotchi und zwar... Ein Star Wars Tamagotchi, ein R2-D2 Tamagotchi. Sehr cool. Konnte ich auch nicht dran gehen. In einer schicken Tamagotchi-Tüte. Also da wirst du zum Kleinkind auf der Messe, ne? Das ist wirklich so. Dann hat es natürlich hier diese schicke Tüte gegeben. Die hat jeder gekriegt, der eine Eintrittskarte hatte, um da sein ganzes Geraffel reinzupacken, was er da so quasi Geld für ausgibt. So. Dann gab es halt eben so Sticker und Pinne und sowas alles. Das hier war die Karte. Ja, Thorsten Klaholt, Comic-Con, die muss natürlich auch aufbewahrt bleiben hier. Gar keine Frage. Und dann habe ich hier ein paar von den Inner City Trade Cards mit Unterschriften von den Schauspielern und sowas hier mir geholt. Finde ich auch sehr cool. Ja. Die sind immer mit NFT hinterlegt. Das heißt, das kann man sich dann auch runterladen, durchnummeriert, limitiert. Ja, Blödsinn, aber geiler Blödsinn, ne? Auch hier sehr cool. Der Bösewicht. Ich freue mich so, wenn das Ganze was wird. Und dann gab es dann hier noch so Karten. Da konnte man jeden Tag, wo man da war oder was gekauft hat, kriegte man eine. Und wenn man die alle zusammen hat und hintereinander legt, dann ergibt das Logo von Inner City, von der Polizeimarke. Ist auch sehr cool. Gibt es auch nicht ganz so viele von. Sind halt alle limitiert gewesen. Insgesamt gibt es da vier verschiedene von. Und dann hier ein cooler Aufkleber für alle, die Firefly mögen. Da war eine Bude, die hatte nur Firefly-Sachen. Und dann gab es hier so Aufkleber, Browncoat. Sehr, sehr gut. Nee, und das ist meine Beute, die ich mitgebracht habe von der Messe. Das Schönste und Beste war halt meiner Meinung nach einmal der Soundtrack mit der Unterschrift und die Jacke. Ja, so, das war es hier von mir an dieser Stelle. Ich hoffe, ich konnte euch die eine oder andere Frage beantworten und ihr hattet ein bisschen Spaß, mir zuzuhören. Ist wieder ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe. Aber ich wünsche euch auf alle Fälle eine schöne Zeit mit euren eigenen Bauprojekten. Wir hören und sehen uns. Viele Grüße hier gerade indirekt, wenn ihr das in den ersten zwei Tagen seht, von der Ostsee. Lasst es euch gut gehen, genießt den schönen Herbst. Wir hören und sehen uns. Bis bald. Tschüss.